Ja, hallo, das ist Valentina von Boho Yoga and Stretch. Heute mache ich mit euch, nicht erschrecken, ein Spagat-Tutorial. Da können wir lernen, was sind überhaupt die ersten Schritte zum Spagat. Das Video ist natürlich vor allem für diejenigen unter euch, die auch voltigieren oder ganz intensiv Yoga machen oder auch im Pole Dance oder Tänzerinnen sind. Nichtsdestotrotz sind auch alle willkommen, die totale Anfänger sind und sagen, hey, ich will mal schauen, wie weit komme ich überhaupt an in Spagat. Also könnt ihr gerne mitmachen alle. Ihr findet sonst noch mehr Videos von mir auf YouTube. Dort habe ich von Fortgeschrittenen bis Anfänger alles drin. Könnt gerne mal reinschauen, es würde mich freuen. Und ja, derzeit biete ich nur Online-Kurse an und hoffe dann, ja, dass es dann im Herbst wieder im Saal weitergeht. Bis dahin alles Liebe und freut mich, wenn ihr mitmacht. Ja, alles was ihr dafür braucht, sind eine Yogamatte und Yogablöcke. Wenn ihr kein Yogablöcke habt, dann lernt einfach Kissen oder Bücher oder was zu finden gerade. Und ja, dann starten wir mit der ersten Übung. Und zwar stellen wir die Füße so weit auseinander auf der Matte auf. Rechts ist bitte vorne. Und von da gehen wir mit geradem Rücken so weit ab, wie es geht. Wenn ihr merkt, er wird rund, bitte einfach ein bisschen aufbekommen. Ihr könnt euch natürlich, wenn der Arm kommt, auf der Matte abstützen oder euch so auf Yoga-Blöcke aufstützen. Wie schon, dass eure Hüften ganz gerade sind, das heißt, rechts schieben wir zurück, links schieben wir nach vor und wir schauen unser Schienbein an, dann ist nämlich unser Nacken gerade. Wir atmen aus und kommt in den Rundrücken, so wie der Kopf richtig baumeln lassen. Denke, rechte Hüfte zurückschieben, linke nach vor. Dann wechseln wir auf die andere Seite und dann machen wir genau das gleiche. Linkes Bein ist vorne, rechts ist hinten. Wir kommen wieder in unseren geraden Rücken. Diesmal schieben wir die linke Hüfte zurück und die rechte nach vor. Und probieren wirklich nur den Bauchnabel, Ufen, Oberschenkel zum Drücken. Ausatmen und dann kommen wir hoch. Okay, du von der Ehe alle sitzen. Was für unsere Hamstrings bedeutet, dass man lang sitzt, der Rücken ist ganz gerade. Und jetzt gehen wir mal so mit Arme, wie es geht. Kopf nochmal ganz locker baumeln. Richtig ist die Füße gestreckt, also nicht durchgestreckt, aber schon gestreckt sollten Sie sie. Wir atmen ein, kommen wieder in den flachen Rücken. Atmen aus, Rundrücken. Rein atmen, Flachrücken. Ausatmen, Rundrücken. Das machen wir jetzt ein paar Mal. Mit dem nächsten Atemzug kommen wir in Rundrücken und liegen wieder diese Bitte. An der Brust. Dann kommen wir schon zu unserer nächsten Übung. Rechtes Bein ist vorne, linkes im Knie. Jetzt ein bisschen darauf achten, dass das Gesäß direkt über dem Knie ist. Also das vermeiden und das vermeiden, sondern wirklich dort schon ein rechter Winkel. Ja. Jetzt machen wir wieder wie am Anfang, gerade Rücken und so weit ab, wie es geht. So weit ab, wie unser Rücken gerade. Gebt schon wieder euer Schienbein an. Rechte Hüfte immer zurück und die linke nach vor.
ausatme, voll den runden Rücken. Und nur da, wenn du jetzt siehst, auf einen linken Oberschenkel, schon einmal, ob der linke Hüftknochen direkt über dem linken Knie ist. Sonst kippen wir das ein bisschen nach rechts. Dann lösen wir. Arm kriegt nach vor. Und von da beugen wir hinten ab. Da bitte aufstützen, dass der Oberkörper wirklich ganz aufrecht ist. Natürlich so gut wie es geht. Wer kann sich das am Anfang, wenn wir vorne sind? Aber immer dran denken, so weit hinten wie es geht. Jetzt machen wir ein bisschen was für unseren Hüftbeuger. Und zwar, wer noch mehr will, kann die linke Hand ins rechte Knie hier und den Oberkörper nach rechts drehen. Und wer noch mehr will, kann auch gern mit der Gegenhand hinter, also rechte Hand hinter, das linke Fußgelenk fassen. Und von da die Ferse zum Gesäß ziehen. Und spüren das da beim Hüftbeuger. Jetzt haben wir nämlich vorher was für Tailspins gemacht, aber Spagat ist das hintere Bein auch wichtig. Und machen wir jetzt was für den Hüftbeuger. Wir lösen. Strecken ganz vorsichtig langsam das Knie. So gut wie es geht. Und jetzt gern wir unsere Ellenbogen entweder auf unsere Matte oder, wenn wir nicht ganz so weit runterkommen, auf unsere Erhöhung. Gell? Ich bin auch gerne zwei Yoga-Blöcke übereinander nehmen und euch da aufstützen. Und auf achten, dass vorne richtig das Knie über der Ferse ist vom rechten Bein. Dann kommen wir jetzt eh schon zu diesem Spagat. Und zwar, ganz wichtig beim Spagat, mir ist lieber, ihr seid dort oben und alles ist schön gerade. Ihr hocken dort unten und sind komplett verdreht und schief, okay? Jetzt erkläre ich euch, was ich genau muss. Und zwar, so. Ein gerader Spagat bedeutet, meine Hüften und meine Schultern bilden ein schönes Viereck, okay? Und ich gehe jetzt von da so weit ab, wie ich gerade rüber kann. Wenn jetzt aber mir, hoppala, ich drehe zur Seite mit dem Oberkörper, das ist schief, gell? Damit ihr einmal wieder weiter aufkommt und von da in eure Dehnung lieber und aber dehnen. Wichtig ist auch genauso, dass vorne euer Knie schön zur Decke zeigt, die Hüfte ganz gerade ist und hinten der Hüftbeuger nicht geöffnet ist, sondern wirklich schön zur Matte zeigt. Genau, aber wie ihr seht, einfach da drüber bleiben, wo ganz gern eure Unterstützung hernehmen, dass du mit dem Körper so aufrecht wie möglich sind und von da schön arbeiten. Es braucht viel Geduld, aber ihr werdet den Fortschritt sehr haben. Und wenn wir das haben, lösen wir und jetzt mache ich im Schnelldurchlauf alles auf die andere Seite oben. Wir starten nämlich mit links vorne, Gesäß über dem Knie. Ja, nochmal zur Wiederholung. Denken immer dran, Knie. Schaut zum Himmel, meine Hüften sind gerade. Das bedeutet, wenn links vorne ist, schiebe ich links zurück, rechts nach vor. Ich komme ganz hoch mit dem Oberkörper. Der Hüftbeuger schaut nicht zur Sitter, sondern wirklich zur Matte. Wo wichtig ist, ist es, kein Schmerzen spüren, kein Quetschen oder ein Gefühl, als ob tut jetzt gleich riesig, sondern finden die Balance zwischen Unterforderung und Überforderung. Also ihr solltet gefordert werden, aber schmerzfrei natürlich. Und ja, schön, dass du mit mir gestretched hast. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in den Tag und bis nächstes Mal.